Hallo, ich bin die Susi vom Schliersee-Magazin. Heute findet vom DAV, dem Deutschen Alpenverein, ein Aktionstag statt. Nach dem Motto, natürlich auf Tour. Und da werde ich jetzt am Spitzingsee mal vorbeischauen. Ja, hallo, mein Name ist Manfred Scheuermann. Ich bin beim Deutschen Alpenverein zuständig für die Kampagne Natürlich auf Tour. Ja, wir haben mit dem Konzept 1995 begonnen. Wir haben im Zuge der Arbeit festgestellt, dass es besonders sensible Bereiche gibt, die vor allem im Winter schützenswert sind. Und haben uns dann überlegt, dass es sinnvoll ist, diese Bereiche als Flächen auch zu benennen. Und uns dann entschlossen, Wald-Wild-Schongebiete auszuweisen. Ja. Mittlerweile sind es etwa 300 Flächen, 350 Flächen. Und ja, wir versuchen jetzt eben diese Gebiete im Winter störungsfrei zu halten. Das heißt, dass im Winter möglichst niemand dort unterwegs ist, weder mit den Skiern noch Schneeschuhgeher oder auch Winterwanderer sollten eben diese Bereiche auf jeden Fall im Winter meiden. Und jetzt geht es mit der Kampagne darum, die Leute zu sensibilisieren, zu informieren, dass sie sich an die Regeln halten. Die Regeln basieren auf Freiwilligkeit. Das ist ganz zentral, weil wir wollen, dass die Leute verstehen, warum wir bestimmte Bereiche als Wald-Wild-Schongebiete ausweisen. Das sind Gebiete, die im Winter besonders schützenswert sind. Da leben Wildtiere, die im Winter sehr störanfällig sind. Wenn sie gestört werden, kann es bis zum Tod der Tiere führen. Es sind ja viele Partnerorganisationen, die jetzt mitwirken. Das ist ja nicht nur der Alpenverein. Der Alpenverein initiiert das Ganze, aber es sind die Sektionen natürlich, aber es ist die Bergwacht, es sind die Naturschutzverbände, sind Försterjäger, es sind alle möglichen Organisationen eingebunden. Wir empfehlen bestimmte Routen für Skitouren, auch für Schneeschuhtouren, die geprüft sind, die naturverträglich durchgeführt werden können. Diese Routen sind auch in den Alpenvereinskarten abgebildet und man findet sie auch in den Tourenportalen. Also, und das sind im gesamten Bayerischen Alpenraum etwa 500 Ski- und Schneeschuhrouten, die man nutzen kann. Und das ist wirklich ein super, super Potenzial. Also da kann man sich austoben. Und am Aktionstag wie heute geht es einfach darum, den Leuten im Gelände das zu vermitteln, warum es wichtig ist, Gebiete zu schonen und wie sie sich naturverträglich verhalten können und vor allem auch zu zeigen, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Die Einschränkungen halten sich in Grenzen. Es ist nicht so, dass man da massiv eingeschränkt wird, sondern man hat noch so viele Möglichkeiten. Ja, servus. Ihr seid gerade auf dem Weg in Richtung Rotwand oder wo wollt ihr hin? Ja, Rotwand. Genau, ja. Ja, wir haben heute ja den Aktionstag natürlich auf Tour. Ja, und das sieht man ja auch sehr schön an der Karte, wo die Wege gehen und eben wo auch die Schutzgebiete sind, die man nicht betreten soll. Die Aktion ist echt super und ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, die Leute immer wieder dafür zu sensibilisieren. Und letztendlich ist ja, wir laufen durchs Wohnzimmer der Tiere durch und da sollte man sich halt dementsprechend dann verhalten. Gell? Vielen Dank für euer Ehrenamt. Ja, vielen Dank an euch und viel Spaß. Bis bald. Servus, ciao. Heute an 30 Bergen im Bayerischen Alpenraum, vom Allgäu bis ins Berchtesgadenerland und auch in zwei Tourengebieten des Bayerischen Waldes werden solche Aktionen wie hier durchgeführt. Das heißt, aktive werden Leute angesprochen und werden sensibilisiert, informiert, damit sie sich letzten Endes an die Regeln halten. Genau.